Hallihallo und herzlich willkommen zurück. You come back to me. You come back to me. Wir reisen mal hierhin. Wir reisen mal hierhin. Ja, mal schauen, Elida, was du so bekommst und was du sagst. Sehr glücklich wirst du sehr wahrscheinlich nicht sein. Aber ja, wir werden es ja mal sehen. Wir werden es ja mal sehen. Das Spiel, ich finde das Spiel super. Was ich schade finde, ist, dass es langsam dem Ende sich nähert. Und das ist not so good. Not so good. Ich als Meldung, einfach auch noch für euch. Ich werde ab Freitag wird kein Video mehr kommen. Genau, Freitag wird kein Video kommen. Also morgen. Da ich in den Ferien bin und ich in den Ferien keine Videos hochlade oder vorproduzieren möchte ich jetzt auch nicht, da wir ja dem Ende nahe sind. Aus diesem Grunde geht alles so ein bisschen Lifetime, ne, so Real Lifetime und so. Aber wir sehen mal, was sie so sagt. Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Es steht mehr auf dem Spiel als ihr beide eigentlich. Denk doch mal nach. Wenn du stirbst, wer spricht dann für Atral? Wer spricht für all die Schattenkaja wie er? Niemand wird mir zuhören. Niemand kann zuhören, wenn du tot bist. Lass deine Stimme hören. Du kannst als Einzige hier für sie sprechen. Kämpf für Atral und für seine Freunde. Lass niemanden vergessen, dass ihr ein Volk wart. Wirst du das tun? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Oh, jetzt muss ich da auch noch seinen Vater, ihr Vater holen. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ist irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Als Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Danke. So, und jetzt noch. Fernund, ein zwielichter Opportunist, hat Elva von einem alten Relikt erzählt, das am Dämmerberg zu finden ist. Dorthin gehen wir jetzt, das ist nämlich die andere Nebenquest. Nein! Nein! Genau den habe ich nicht. Dann reichen wir halt hier hin. Ja, ich bin weg. Wie gesagt, ich bin halt weg und werde am Freitag keine hochladen. Kein Videos. Am Wochenende auch nicht. Montag geht es ganz normal weiter. Jo. Ich hoffe, ihr hattet natürlich eine schöne Ostern. Viel Geschenke bekommen, falls ihr Geschenke bekommt. Oder einfach ein gutes Familienfest gehabt und viel gegessen, so wie ich. Ich habe viel zu viel gegessen. Ja. Also, dann gehen wir doch mal dieses Ding holen. Ich hoffe, es ist nicht verbunden mit extrem viel Kämpfen.
sondern einfach mal mit Get This and Come Back. Jawohl, Bocky. Let's go! Ding 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 ding. Oh, dort sind sie am Kämpfen. Ich schürf mir alles auf. Dort ist Fight angesagt. Oh, nee, nee, nee. Ich wollte mich ducken. Ich wollte mich ducken. Du kannst viel besser klettern als ich. Genau, es geht dir gar nicht ums Klettern, denn hier ist es einfach gefährlich. Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Okay. Ich möchte nicht zurück, ich möchte hoch. Noch am Fighten. Ne? Man kann nie zu gut. Wer hätte das gedacht? Da oben ist wirklich etwas. Was ist da? Lea. Speermädchen! Na klar. Du bist da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Jetzt leg den prachtvollen Speer ab. Und wir lassen dich leben. Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie! Reine Zeitverschwendung. Ah! Mitten ins Herz! Okay, das wäre der erste. Ich hab dich! Oh nein, was für eine Schande. Das ist eine Frau, warum hat die eine Männerstimme? Ihr seht mich nicht. Hier bin ich. Ah, du gehst down. Ich könnte dich. Du gehst down. Keiner aus! Hey, was ist mit mir los? Warum bin ich heute so schlecht im Zielen? Ich will nicht beitreten. Ich bin nämlich jetzt dir. Aber Vernunft ist geflohen. Direkt zu den Meridian Docks. Jede Wette. Habe ich mich übelst schlecht angestellt. Kann ich dort schnell reisen? Ja! So, mein Freundchen, jetzt wirst du ein paar auf die Ohren kriegen. Ein paar Superschellen.
Schelle von der Schelle der Schellen der Mutter. Keine Chance wirst du mehr haben. Keine Chance. Du wirst nicht mehr leben. Ich werde dich hinrichten, mein Freund. Hinrichten, 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 hinrichten. Hinrichten, 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 hinrichten. Ich dachte, Sonnenkönig Avad würde nur Däumchen. Ja, Däumchen drehen. Meine Familie könnte. Oh, ich lauf und zurück. Ihr sitzt hier rum und tut nichts? Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Okay, Junge. Zurückgekehrt ist. Keiner mehr. Ein für alle Mal. Die Bürger wurden gewarnt. Du redest von Befehlen. Ich rede von Leben. Wo bist du? Prinz Itamen ist kein Verräter. Er ist wieder bei seinem Bruder im Palast. Ohne zu zögern, sie hat sich zwischen den Mörder und unserem Sonnenkönig geworfen. Kann ich ihn? Ja, ich kann nur grüßen. Sie macht ihrem Haus alle Ehre. Oh nein! Ohne zu zögern. König gewaffnet. Lasst mich rein! Feuer und Spucke! Lasst mich rein! Och, Vernunft. Der Deal ist geplatzt. Oh, du. Wie wär's mit einem neuen Deal? Schneid mir den Finger ab oder meine Hand. Den linken Arm. Mein letztes Angebot. Das reicht nicht. Die reichen nicht. Willst du etwa hier? Vor allen Leuten? Niemand wird versuchen, mich aufzuhalten. Du hast die Männer in den Tod geführt, weißt du noch? Sie waren böse. Es war eine gute Tat. Deine. Es war deine Tat. Es wird auch bestimmt nicht wieder vorkommen. Ich verlass mich drauf. Verstanden. Du wirst nie wieder irgendwas von uns hören. Besser wär's. Dieser verrückte Orseram wollte unseren Sonnenkönig töten. Das nächste Mal bist du fällig, Junge. Das nächste Mal bist du fällig. Leider habe ich die falsche Antwort genommen, denn die Hinrichtung, das wäre die richtige Antwort. Das und nichts anderes. So. Heiler hat angeboten, einen Heiler zu finden, der ein junges Schattenkatscher-Flüchtlingsmädchen behandeln soll. Okay. Reisen wir dorthin. So, wir sollten es erhalten. Wir sollten jetzt dieses schaffen. Eigentlich sollten wir in der Lage sein, das zu packen. So, meine liebe Freunde, komm schon, ich... Diese Quest machen wir noch, danach ist es fertig. Maschinen überbrücken, aha. Das können wir eigentlich das nächste Mal machen. Warte mal, bevor wir jetzt hier hingehen. Hier haben wir noch R1. Das können wir das nächste Mal noch tun. Und hier haben wir noch ein Banditenlager. Ja, wir haben schon noch ein paar Sachen vor uns. Aber das
entweder wird das unsere nächste Destination oder wir gehen auf. Auf was? Ja, entweder wird das dort unsere nächste Destination oder Lagerfeuer finden. Eins von both. Eins von both. Nee! Geh rauf. So, guten Tag. Ich beneide guten Tag. Durch die Wildnis reisen muss. Nicht bei all den Maschinen. Hallo. Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig und schon gar keine Zeit. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum nicht? Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Bist du im Pfeilenkopf? Und was ist, wenn ich Warum dich zwinge? Sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkaja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du wirst wirklich nicht helfen. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Ich habe das Teil schon. Wow, da hätten wir unseren Deal. Schnell jetzt, verarzten wir dein armes Gewissen. Sieh nach dem Mädchen und es ist deins. Vorher nicht. Oh, bitte, bei meinem Eid. Das Mädchen wird überleben und die traurige Zukunft sehen. Man sollte uns nicht zusammen sehen. Geh schon mal vor in die Slums. Ich finde dich dort schon. Du bist nicht zu übersehen. Dort muss ich ja dieses Outfit anhaben. So. Nice. Zum Glück hatten wir das Donnerkieferherz schon. Aber das ist eigentlich sehr wertvoll. Und dieser Bastard hat es uns jetzt genommen. Der wird schon noch sein blaues Wunder erleben, dieser Junge. Der wird schon noch sein blaues Wunder erleben. Denn niemand klaut einfach mir ein Donnerkieferherz. Niemand. Ohne einen Sonnenkönig. Können wir uns... Nichts. Wir sind nichts. Jedes Mal, wenn ich zur Zitadelle hochblicke... Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg.
kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern, nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Ja. Ihr schuldet mir alle was. Ihr alle schuldet mir was. Ja, was haben wir eigentlich hier drin? Hier war ich schon lange nicht mehr. Ja, danke. Ja, das frage ich mich eigentlich auch immer, wieso ihr das verdient habt. Ist doch alles kaputt. Warum sind sie denn noch da? Kann man sich hier anmelden und in der Arena kämpfen? Ihr könnt alle nichts. Oh, Kiste. Noch eine Kiste. So, bis jetzt eigentlich ist es noch ziemlich stark. Du siehst aus so wie nichts mehr, das ich Adlige. Eine Adlige. Eine Adlige hat hier, ne? Hört. Oh. Verhungern allein war schon schlimm genug. Also hoch mit uns. Oh, hier ist noch was. Die Katja ohne einen Wort. Kann sie überhaupt noch Katja nennen? Das frage ich mich auch. Ja, ich möchte da rein. Geht nicht. Und hier war ich ja schon. Ist auch leer, ne? Ja, gut. Ja, das wurde er. Das war der. Dann danke ich euch viel mal fürs Zuschauen. Und ich hoffe doch, dass wir uns das nächste Mal sehen. Und ich sage euch auf Wiedersehen und habt noch einen schönen Tag. Und tschö mit. Ah.